Hallo zum Klassikertreffen auf Fritz-Woche, Ausgabe 31. Die Klassiker in der Literatur, die Klassiker bei den Produkten, wenn Sie an Autos denken oder wenn Sie an die Mode denken. Dagegen spricht die aktuelle Mode jederzeit, auch bei Produkten und natürlich auch bei literarischen Entwicklungen. Wir haben Klassiker in dieser Ausgabe von Smokers Planet. Ein Klassiker rund um die Pfeifenentwicklung. Wir haben Alexander Eckert, den Pfauenchef, gefragt, wie es aktuell um die Tabakpfeifen ausschaut. Dann waren wir in Mainz zu einem Klassiker-Event. Es gab das Event des Hauses Wolfarts. 100 Jahre Wolfarts, viele Klassiker. Der Tanz auf der Klinge hat sich bei Wolfarts so ein bisschen herübergearbeitet auf die wunderschönen Tabakprodukte. Aber Wolfarts hat auch in der dritten Generation des Unternehmens neue Produkte und auch Klassiker. Ein Klassiker in unserem Video. Das Video um Kurt Brandt. Ja, der Mann erzählt uns viel Spannendes, fast alles aus seinem Leben, also wirklich nur fast alles. Und das haben wir beleuchtet im aktuellen Video. Schauen Sie rein, der Typ ist wirklich gut. Ja, dann starten wir doch mit der aktuellen Smokers Planet Kolumne von und mit Alexander Eckert. Der Pfauenchef blickt mit Stolz auf die Unternehmenstradition zurück und hat wie immer die Zukunft im Visier. Schauen Sie rein, interessante Ansatzpunkte, wie sich der Tabakmarkt und der Pfeifenmarkt entwickelt hat und wie das Unternehmen in der fünften Generation geführt wird. Unter Intro, die Reifeprüfung bestanden. Romeo und Julietta Churchills, das ist ein richtig schönes Format. Je älter, desto besser, mit außerordentlicher Komplexität der Aromen. Mindestens 10 Jahre alte Habanos kommen jetzt neu in den Handel. Ein hochklassiger Tabak mit neuen Aromen und der ist limitiert. Die Davidoff Limited Edition Pfeifentabak Serie 2019 ist unterwegs, platziert sich im Handel und freut sich auf den Pfeifenraucher. Angel 1899, Longfiller und Mediumfiller im kleinen, aber beeindruckenden Format. Accra beschenkt sich und die Genussraucher zum Firmenjubiläum. Eine wirklich kleine und feine Marke. Das Haus Arnold André hat so einen kleinen Tipp rund um die Italiener. Nach dem Motto, fragen Sie Ihren Italiener. Und zwar danach, wo man die Toscano kostenlos im Restaurant probieren kann. Einfach mal reinschauen und sich die Restaurants aussuchen, die in Ihrer Nähe liegen. Und wenn Sie da keins finden, ich denke mal, da können Sie bei Arnold André mal nachfragen, wie man zu einem solchen Restaurant kommt. Mit Hermann Hauser auf See, die Maiskolbenpfeife Sela ist nicht nur für See und Seeleute. Wiegende Wellen, frischer Wind um die Nase und blaue unbegrenzten Weiten. Mitmachen und gewinnen, gewinnen Sie eines von 10 IQOS-Geräten. IQOS, die Alternative im Zigarettenangebot. Schneller zum passenden Zigarettenersatz. Welche Alternative zur Zigarette die richtige ist, lässt sich nicht allgemein festlegen. Doch mit IQOS sind Sie auf der richtigen Schiene. Schon entdeckt? Davidoff Power 2019, Taste the Elements. Diese neue Serie mit bekannten Produkten ist aktuell aus dem Hause Davidoff auf dem Markt. Escurio, Nicaragua und Jamasa vermitteln Zigarrenkulturen aus Brasilien, Nicaragua und der Dominikanischen Republik. Und da trinkt man eine ganz klare Angelegenheit. Malteser Kreuz Aquavit wurde zur Markenspirituose des Jahres gekrönt. Dann Auszeichnungen rund um den Wodka des Jahres. Eine Empfehlung von Patron Spirits in Sachen Tequila-Rezepte. Und die Firma Kirch Whisky hat einen Vertrieb übernommen, den Vertrieb von Supreme Champions. Nummer 3 London Dry Gin, das ist eine jahrhundertalte Spirituose. Top auf der Weg. Das ist so mal der Einstieg zu dem, was wir im Vorspann schon gesagt haben. Ein Event, der Beständigkeit, Herzlichkeit und Kompetenz deutlich rüberbringt.
100 Jahre Wolfers. Jubiläums-Big Smoke mit Aficionados, Fachhändlern und Lieferanten, einfach Freunde aus nah und fern. In der nächsten Woche dazu das Video. Ein besonderes Event dann am 30. August im Odenwald. Knapps Laden startete die Neuzeit. Evelyn Knapp lädt zum Genießerschmuckkästchen in den Odenwald ein. Seit über 42 Jahren sind die Knapps aktiv und jetzt gibt es einen Neustart. Der Hingucker der Woche, die Buena Vista. Ein Zigarillo-Debüt mit den Buena Vista. Drei Kurzgeschichten rund um den Arnold André Bestseller. Ja, unter Drinks and More, wie immer eine schöne Empfehlung, auch optisch hier gut rübergebracht in dieser Ausgabe. Signature 2, der neue aus der St. Kilian Destillerie. Ein Sommerwhisky, der kreative Experimentierfreude und Erfahrung vereint. In unserem Mediasonntag, wie ebenfalls schon vorgestellt, der Besuch von Kurt Brandt, dem Tabak-Enthusiasten, der auf Deutschland-Tournee war und Smokers News TV besucht hat. Wir schauen auf sein bewegtes Leben zwischen den Tabakpflanzen und den Zigarren zurück und nach vorn. Mit Spannung, was Kurt Brandt uns alles erzählen konnte, schauen wir in die Zukunft rund um den Tabakmacher aus Nicaragua. Veranstaltungen wie immer unter Art of Smoke. Bestimmt noch viele in diesen sommerlichen Monaten und mit sommerlichen Events. Weitere Artikel wie immer unter rauchbar, brauchbar, trinkbar, besuchbar und lesbar. Das war also viel Klassisches in unserer aktuellen Ausgabe. Klassisch Tabakkultur. Tabak ist Tradition. Tabak ist Vielfalt. Tabak ist seit über 400 Jahren ein Kulturgut in Europa. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Anbau in Deutschland im Jahre 1573. Zu Beginn wurde er als Zierpflanze geschätzt, dann als Heilpflanze verwendet. Tabak als Genussmittel wurde erst im 18. Jahrhundert und da wurde er geschnupft. Anschließend kamen Pfeifen und Zigarren in Mode. Schließlich wurde der Tabak im Feinschnitt vielfach in Papier gerollt. Erst sehr viel später entstand die vorgefertigte Filterzigarette. Diese traditionell begründete Vielfalt lebt. Die Tabakhersteller in Deutschland bieten ca. 300 Feinschnittmarken, 700 Pfeifentabakmarken und sowie annähernd 100 Kau- und Schnupfdruckmarken an. Tabakgenuss spiegelt damit einen Ausdruck von Individualität wider. Eines haben sie alle gemeinsam. Ihr Genuss, der verbindet. Der Genuss verbindet und das Ritual rund um den Rauchgenuss führt die Menschen zusammen. So wie wir sie Woche für Woche auf Smokers Planet bzw. auch auf Woche zusammenführen. Freuen Sie sich, leben Sie das Leben. Bis zur nächsten Woche. Ihr Klaus-Peter Wille.